Es stürmt, es gewittert gerade ordentlich. Wir sitzen in der S4 in unserer Baureihe 423, müssen auch schon gleich ausfahren in der Minute und noch den restlichen Zug aufrüsten. Dazu stehen wir dann einmal, in einem Moment machen wir uns einmal das Führerstandslicht an, LZB an, Batterie ist schon an, PZB Störschalter auf aus, also die PZB an, Federspeicherbremse ist schon gelöst. So, Spitzensignal einmal auf Fernlichter direkt hoch. Führerstandsbeleuchtung machen wir gleich aus. Türen machen wir schon mal links zu. Sandstreuer können wir eigentlich gleich direkt mit benutzen. So, Führerstandsbeleuchtung aus. Instrumentendimmer hoch. Scheibenwischer an. Und auf geht's. So, einmal hier die Route einfügen, Zugverband. Wir sind nämlich auf der S4. Nach Geltendorf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Übernehmen. So. Und dann halten wir als nächstes an der Donnerbergsbrücke. Ich glaube, wir haben keine Lichter an bei den Fahrgästen, ne? Oh, das wird schon ein sehr, sehr schlechter erster Halt. Sand. Ey, perfekt. Haha. Das war natürlich absolut geplant. So, Türen auf und einmal die Fahrgastraumbeleuchtung noch an. Wir sitzen hier übrigens in dieser wunderschönen Bahnland Bayern Lackierung aus dem Creators Club. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Hoffentlich, wenn ich dran denke. So, ab hier vorne gelten dann gleich die 100. Genau, es blitzt wieder ordentlich. Wir fahren hier richtig im Sturm und in 1,2 Kilometern halten wir dann auch schon in München-Hirschgarten. Es wird insgesamt eine recht kurze Fahrt, ungefähr 10 Minuten Fahrtdauer. Aber die werden es in sich haben, das sage ich euch hier bei dem Gewitter und bei diesen schlechten Bedingungen. Mitten in der Nacht. Oder am sehr, sehr frühen Morgen, 6:30 Uhr. Ups, wir sind zu schnell. Warum regelt uns die LZB da nicht runter? Und wir müssen ordentlich bremsen. So, wir sind ein Vollzug, glaube ich, ne? Wir sind mit zwei Zügen unterwegs. Genau. Insofern, ne? Noch ein kleines Stück müssen wir noch vorfahren. So, Türen auf. Das ist der zweite Zug. Genau.
In Leim sollten wir in ungefähr 7 Sekunden schon sein. Eieiei. So, da ist dann München-Leim mit der Ankündigung auf 90. Türen rechts auf. Also das Freepaint ist auch wirklich schön gemacht, ne? Hier S-Bahn München. Das Bahnland Bayern ist bunt. 6000 Kilometer Streckennetz, Bahnland Bayern. Über 55 Millionen verkaufte Bayern-Tickets, 1,3 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Nicht schlecht. Was kamen wir noch? 2588 Meter über dem Meeresspiegel. Über den? Vermutlich wird es wohl über dem Meeresspiegel heißen. So, Ankündigung auf 90. Und in 3 Kilometern sind wir an unserer Endhaltestelle München-Pasing. Mit leichter Verspätung. Dann einmal hoch auf die 90. LZB-Ende bestätigt. Vorne sind es dann gleich wieder 100. Die LZB müsste sich jetzt gleich auch verabschieden eigentlich. So, 100 sind frei gegeben, 1,5 Kilometer noch, dann sind wir in Pasing. Einmal noch schnell hoch auf die 110. Und jetzt langsam schon mal bremsen, denn hinter dieser langgezogenen Rechtskurve ist München-Pasing, allerdings mit einem recht langen Bahnsteig. Hier der Güterzug neben uns, der gerade noch ausfährt. Containerwagen und halt zu erwarten, wird natürlich bestätigt. Verkürzter Bremsweg wurde uns dabei angezeigt. Und hier ist der 500 Hertz Magnet.
Und wir halten hier bündig am Bahnsteigsdach, damit unsere Fahrgäste nicht allzu nass werden. Türen links auf. Damit ist das Szenario gleich zu Ende. Dann würde ich sagen, warten wir noch ein paar Minuten hier und dann mit dem nächsten Zug in den Feierabend zu fahren. Beziehungsweise wir gucken uns zumindest jetzt gleich erstmal an, was hier sonst noch unterwegs ist in Zügen. Yay, da vorne ist gerade der Blitz eingeschlagen. Ja, wenn das nicht mal eine Oberleitungsstörung gibt. Türen links zu. So, zum freien Spiel zurückkehren. So, ich verabschiede mich, die Kollegin hier hat übernommen. Fährt auch sofort los. Sie muss los. Okay, so, dann gucken wir einmal. Wie viel Uhr ist das? Also es ist 6.35 Uhr. Hier kommt der nächste Zug um 49. Mhm. Da kommt der nächste Zug um... Ich kann es nicht genau lesen. Ja, gehen wir mal systematisch durch. Fangen wir mal mit den Bahnsteigen hier vorne an. Oh, schön, die Unterführung gar nicht mal so schlecht gemacht. Für TSW-Niveau ein bisschen. Ja, ein bisschen besser als sonst. Ich dachte schon, da will ich runterfahren. So, hier kommt um 43 der ICE nach München Hauptbahnhof. Den könnten wir vielleicht nehmen. Hier kommt um 43 der RE nach Ulm. Könnten wir vielleicht auch nehmen. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, wo wir wohnen. Wir werden natürlich nicht die ganze Mitfahrt mitmachen, wenn es bis nach Ulm geht. So, auf dem Bahnsteig waren wir gerade. Gucken wir hier bei Gleis 5. 42 die S-Bahn. Nee, keine Lust auf S-Bahn. Keine Lust auf S-Bahn. Ha. 49, das dauert mir zu lang. Hier ist gar nichts angezeigt. Wo? Oh, guckt euch das an, eine Markierung am Bahnsteigsrand. Okay, schlechter Scherz. 43 der ICE nach... Hä? Oh. Oh. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Big Brain. Hier ist gar nichts. Ich würde sagen, was wir machen können ist, wir nehmen den ICE, der jetzt gleich um 43 kommt, und fahren einfach mit dem wieder zurück zum Münchner Hauptbahnhof, weil wir halt da in der Münchner City wohnen. Können wir es natürlich leisten als Lokführer. Die teuersten Wohnungen und so in München. Das ist gar kein Problem. Nein, Spaß beiseite. Also Mietpreise in München, das kann sich, glaube ich, kein Normalsterblicher leisten. Gucken wir, ob wir irgendwas hier am Bahnsteig noch aufstellen können. Wir haben noch 2-3 Minuten, bevor unser Zug kommt. Okay, hier ist aber nichts. Können wir das hier reparieren? Nein.
So, dann würde ich sagen, wenn hier um 43 der Zug kommt, dann mache ich jetzt mal hier an dieser Stelle einen ganz, ganz kleinen Cut. Und sobald der Zug da ist, sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. So, seht ihr ihn auch? Da ist er auch schon. Der ICE, der uns nach Hause bringt. Also der ist auch ziemlich, ist ja nur ein ICE und der hält dooferweise ganz vorne. Also müssen wir ordentlich hier die asthmatische Lunge bemühen. So, der kommt aus Augsburg. Okay. Bestimmt schon ein bisschen weiter gefahren. Es ist aber komplett dunkel hier. Mal sehen, ob wir das nicht eben kurz ändern können. Wollte mich jetzt eigentlich nicht in den Führerstand setzen, aber Beleuchtung. So. Ich darf das, ich bin Lokführer. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal so lange in den Lieblingswagen. Nämlich denn natürlich der Speisewagen. Ist auch schön hier, dieses Abteil, ne? Dieses Familienabteil heißt es, glaube ich. So, ah, Speisewagen ist natürlich zu. Aber das gefällt mir nicht, dass die Scheiben immer so getönt sind. So, das mag zwar durchaus einen gewissen Realismusgrad haben, aber man sieht halt einfach gar nichts. Oder? Was denken Sie? Oh, Sie sehen aber gruselig aus. Okay. Sie haben auch kein Essen. Sie haben auch kein Essen. Was machen Sie denn hier? Okay, es ist mir zu gruselig hier im Bistro. Ah, ein freier Vierer. Na, ist herrlich. Ich würde doch gerne in die erste Klasse. Und zwar hinterm Lokführer. Hoffentlich hat er nicht die Scheiben getönt. Hat er nicht. Sehr gut. Moin Kollege, ich muss mal einmal ganz kurz hier ran. Ich mach mal doch das Licht aus. Vielleicht sieht man ein bisschen mehr aus dem Fenster. Nö, auch nicht wirklich. Aber irgendwie ist es gemütlicher so. Das gefällt mir auch nicht. Hier vielleicht. Nö, bleiben wir hier. Eine S-Bahn da hinten. Man hat da den Scheibenwischer an. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Ist mir noch nie aufgefallen, dass die KI tatsächlich auch den Scheibenwischer anhat, wenn es regnet. Ist mir noch nie aufgefallen, dass das halt verbaut ist.
Gut, es kann natürlich sein, dass es so ein bisschen zugabhängig ist, also dass es vielleicht nicht bei jedem Zug so dabei der Fall ist, aber naja. Kann ich eigentlich in die Außenkamera? Ja. Kann ich? Öh. Okay. Okay, das war eine sehr, sehr komische außerkörperliche Erfahrung, wie schon einfach so, als an die letzten 15 bis 20 Sekunden nicht passiert. Hey, schaut an, da ist noch eine Bahnland Bayern Lackierung unterwegs gewesen. So, das ist, glaube ich, ist das schon die Hackerbrücke hier? Ich glaube schon, ne? Oh, müssen wir halten von einem roten Signal? Tatsache. Ist wohl unser Bahnsteig belegt. Aha. Ist das die Sonne, die da aufgeht? Das sieht natürlich sehr realistisch aus. Ja, wo? Gibt es hier eigentlich so eine Art Klappstuhl für den Beimann? Nee, gibt es nicht. Das gefällt mir alles nicht. Und dann setzen wir uns einfach auf den Schoß des Lokführers drauf. Sorry. Ich mache zu viel Schwachsinn hier. Hallo, fahren Sie auch nach München? Okay. Es wird ganz kurz hell. Oh, schade. Gott, ist das ein hässliches Oberteil. Holy Guacamole. Das sieht doch so ein bisschen aus wie eine Guacamole, ne? Nicht, dass ich jetzt hier als oberflächlich gelten möchte, aber also es gehört ja schon viel Mut dazu, so ein Oberteil zu tragen. Setzen wir uns in die gute zweite Klasse, so wie es sich für bescheidene Menschen gehört. Jetzt hätte ich doch gern das Licht angehabt. Ist das realistisch hier mit dieser äußerst komisch aussehenden Zahlen? Nein, ist es nicht. Ich saß oft genug in einem ICE, um zu wissen, dass das definitiv nicht von der Schrift her passt. Also das hier auf jeden Fall schon. Aber das? Nee. Okay, also sind wir jetzt im Himmel? Eieiei, ist das jetzt? Achso, nee, ist nicht der Himmel, ist einfach nur Münchner Hauptbahnhof. Ich glaube, im Himmel ist das etwas günstiger als in München. Naja.
genug München-Bashing betrieben. Es ist aber echt, echt hell, ne? Bisschen unrealistisch hell. So, steigen wir mal aus. So. Dankeschön, lieber Zug. Bitte nicht einsteigen. Machen wir nicht. Wir sind gerade ausgestiegen. Insofern bedanke ich mich bei euch für eure Geduld, hier zuzugucken. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe, alles Gute.